Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Ein alter Herzensbaum von Dieter R. Fuchs. Ob sie wohl noch stand, die alte Edelkastanie? Der Blick des Mannes verschwamm in plötzlichen Tränen der Rührung. Zu unvermittelt war ihm beim Umräumen oben im Bücherregal ein vergilbtes Foto im wahrsten Sinn des Wortes in die Hände gefallen. Er rieb sich über die Augenlider und starrte auf das alte Bild. Dort sah er sich, einen kleinen Jungen, bemitleidenswert mager, und mit aus den kurzgeschorenen Haaren deutlich abstehenden Ohren wie ein Zerrbild aus vergessenen, teilweise verdrängten Zeiten. Neben ihm stand mit ernster Miene sein Großvater, ein großer Mann, eine Hand auf die Schulter seines Enkels gelegt. Hinter den beiden ragte der mächtige Stamm eines Laubbaumes auf, und er wusste sofort, welcher dies war. Die alte Esskastanie, auf dem Köpfchen einer Waldkuppe an der Nordwestflanke des Ernstweiler Tales. Seit Jahren hatte er nicht mehr an seine frühe Kindheit in der Pfalz gedacht. Doch jetzt kam vieles in die Erinnerung zurück und ein Seufzer bewies, wie sehr ihn das bewegte. Er sah das Haus in der Hinterstraße vor sich, nahe der Christuskirche im historischen Zentrum des Zweibrücker Stadtteils Ernstweiler. Wie hingeduckt stand es neben dem Dorfbrunnen, aus dem sich die Anrainer und auch seine Familie mit der Schwengelpumpe ihr Wasser holten. Es schmeckte köstlich, nicht wie das damals in der Nachkriegszeit muffig riechende Stadtwasser aus den defekten Leitungen. Er spürte plötzlich wieder die Enge in diesem Haus, in dem er vor 70 Jahren zur Welt kam und seine ganze Kindheit und Jugend verbrachte. Drei Generationen lebten dort in winzigen Zimmern. Es gab keinen Anschluss an die Kanalisation, daher nur einen Bretterverschlag über einer Sickergrube mit Plumpsklo, zu dem man bei Wind und Wetter quer über den Hof musste. Dieser wurde vom Haus, der freistehenden Werkstatt, dem Holzschuppen sowie einem Hühnergehege umrahmt und so vom Bauerngarten dahinter abgegrenzt, zu dem eine schmale Treppe hochführte. Der Alltag der Familie spielte sich in der kleinen Küche ab, in der ein Eisenherd Wärmequelle und Kochstelle war. Dort befand sich auch der einzige Wasserhahn. Das Abwasser floss von der steinernen Spüle durch ein Rohr in der Bruchsteinmauer hinaus und verschwand in einer Rinne ins tiefer liegende Brachland des durch einen Bombenkrater verwüsteten Nachbargrundstücks. Ein Badezimmer hatten sie nicht. Das kalte Wasser am Spülbecken musste reichen. Nur samstags wurde eine Zinkwanne aus dem Schuppen geholt, im Sommer in die Werkstatt, im Winter in die Küche. Darin badeten sie nacheinander mit auf dem Herd erhitzten Wasser. Wollte man Vorräte oder Kohlen aus dem Felsenkeller unter der Küche holen, mussten dort der Tisch und die Stühle zur Seite geräumt werden. Erst dann konnte man die Bodenklappe hochheben und über eine steile Treppe in diese Unterwelt hinabsteigen. Der Blick des Mannes schweifte über die rings um ihn aufragenden Bücherwände und das lichtdurchflutete Wohnzimmer seiner Münchner Stadtwohnung.
Ihm wurde bewusst, dass die gesamte Wohnfläche seines Elternhauses kleiner war als dieser eine Raum hier. Dann verdrängte er die Erinnerung an die frühere häusliche Beengtheit. Seine Augen saugten sich wieder an der alten Fotografie fest und er lächelte bei dem Gedanken, dass ihm das Schicksal, die Kindheit, mit einem wunderbaren Geschenk bereichert hatte. Mit den Wiesen und Wäldern des direkt hinter dem Haus gelegenen Ernstweiler Tales, das für ihn ein riesiger Abenteuerspielplatz und Fluchtpunkt war. Er wurde früh von seinem Großvater mit dem Leben in der Natur und deren Wundern vertraut gemacht. Sobald man ihm später erlaubte, unbeaufsichtigt Haus und Hof zu verlassen, verbrachte er viele Stunden täglich entweder mit Spielgefährten oder allein in dieser Wildnis. Bald fühlte er sich in allen Winkeln der Wälder, Steilhänge und Dickichte zu Hause. Sie flüsterten ihm ihre Geheimnisse zu, und die Fantasie des Jungen sog förmlich auf, was die Umgebung ihr darbot. Er fühlte sich als Teil dieses Paradieses, und sein Lieblingsplatz war eben jener Kastanienbaum auf dem Foto, ganz oben in dessen höchster Astgabel. Voller Dankbarkeit ruhte der Blick auf dem Gesicht seines Opas. Obwohl es auf dem Foto sehr verblasst war, sah er es klar vor sich. Er verdankte ihm viel. Der Bauer Fritz, wie jeder ihn nannte, war ein besonderer Mensch. Als Tüncher und Anstreicher zog er mit seinem zweirädrigen Handkarren über die Dörfer ringsum, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Kein Weg war ihm zu weit, denn er liebte es, draußen unterwegs zu sein. Er kannte kein Fernweh, war tief in seiner Heimat verwurzelt. Nur zweimal musste er sie verlassen, nämlich in den beiden Weltkriegen, als er zum Militärdienst an die Westfront eingezogen wurde. Von den Erlebnissen in den blutig-schlammigen Schützengräben bei Verdun und in der Kriegsgefangenschaft sprach er selten, und es waren Geschichten, die nicht schockierten, sondern eher von rührenden Begegnungen und Anekdoten erzählten. Er war ein zufriedener Mensch, und sicher lag dies an seiner Bescheidenheit und tiefen Verbundenheit mit der Natur. Zwar wäre er gerne Förster geworden und besaß viele Talente und Interessen, aber ihm war keine gute Schulbildung vergönnt, sondern anderes vorgezeichnet. Also befriedigte der Bauer Fritz seine Naturliebe im Ernstweiler Tal und erweiterte seinen Horizont mit Büchern. Dem Enkel war erst viel später bewusst geworden, woher diese kamen. In der Zeit des Mangels vor und nach den Kriegen war es schwer für die Leute, selbst kleine Dienstleistungen zu bezahlen. Also bekam sein Opa oft Naturalien anstelle von Geld. Von den Bauern gab es Fleisch, Würste oder Schinken, ein Segen für die Menschen in seinem Hausstand. Aber auch jenen, die selbst nichts zu beißen hatten, war ihm als Entgelt auch anderes Recht. Am liebsten Bücher, die er sich aussuchen durfte. Der Blick des Mannes ging hoch zu jenen Regalbrettern, auf denen sich nun dieser Schatz befand. Eine vielfältige Mischung aus Klassikern, Romanen, Lehrbüchern und Abhandlungen zu Themen der Naturwissenschaften und Geschichte. Fast alle stammten aus dem 19. Jahrhundert und man sah ihnen das Alter an. Weil es im Haus keinen Platz für dergleichen gab, waren sie jahrzehntelang in die Werkstatt verbannt, in einem Schrank zwischen dem wohlbeheizten Waschbottich
und der Werkbank. Sie hatten Schimmelflecken, es gab Insektenfraß und mancherlei Beschädigungen. Aber für den Bauer Fritz, wie auch für seinen Enkel, waren sie damals das Tor zu einer anderen Welt. Sobald er lesen konnte, hatte der Junge viele dieser Bücher verschlungen und, was er nicht verstand, mit seinem Opa besprochen. Ziemlich zerfleddert waren bald vor allem die frühen Ausgaben von Karl May, die ihn wie auf Flügeln nach Amerika, Asien und in die Wüsten Arabiens reisen ließen. Wie auch der Lederstrumpf, mehrere Bände von Brehms Tierleben, ein Sagenbuch, das Buch über die Urzeitechsen und viele andere mehr. Am liebsten las er oben in seinem Baumversteck, weit weg von allem, und wünschte sich zutiefst, einmal die ganze Welt da draußen zu erkunden. Das Lächeln wurde mit diesen Erinnerungen breit und zufrieden. Überall, wohin er sich damals beim Lesen geträumt hatte, war er später wirklich unterwegs. Sein Beruf führte ihn durch alle Kontinente und ermöglichte ihm, viele Jahre in Übersee zu arbeiten und dort so manche eigenen Abenteuer zu bestehen. Er war sich sicher, dass damals im Tälchen die Samen für diesen späteren Lebensweg gelegt wurden und alles mit den Büchern oben in der Astgabel der Kastanie seinen Anfang nahm. Er drehte das Foto um und las die Jahresangabe 1958 sowie die Bezeichnung unter Aulenbachs Kastanienbaum. In der schönen Kurrentschrift seiner Mutter, die dieses Bild bei einem Ausflug aufgenommen hatte, stand es da. Er war wie elektrisiert. Wie konnte er jenen Namen vergessen? Der Großvater hatte die Geschichte unzählige Male erzählt und sofort wusste er wieder, in welchem Buch dieses Foto als Lesezeichen diente und griff rasch danach. Fast ehrfürchtig schlug er es auf und ließ beim Lesen der Titelei seine Finger sanft über das alte, dünne Papier gleiten. Italien. Eine Hymne der Natur, Friedrich Aulenbach. Kaiserslautern, 1849. Er blätterte weiter, erinnerte sich immer besser, obwohl er den Text noch nie zu Ende gelesen hatte. Angelesen hatte er das Buch einmal in seinem Baumwipfel, packte es aber bald wieder weg. Es war schwer verständlich für ihn, enthielt viele ihm unbekannte Wörter und er fand den Inhalt langweilig. Der Opa hatte ihn schon zu Hause vorgewarnt, aber er wollte es trotzdem versuchen, denn in dessen Geschichte über diesen Aulenbach kam auch sein Lieblingsbaum vor. Als der Bauer Fritz selbst noch ein Kind war, hätte ihm der Dorffahrer erzählt, dass sich vor langer Zeit der berühmte Pfälzer Dichter Friedrich Aulenbach oft im Ernstweiler Tal aufgehalten habe. Unter dem großen Kastanienbaum, oben an der Lichtung auf dem Köpfchen, stünde noch die Bank, auf der man den Aulenbach Fritz manchmal lesend oder schreibend antraf. Schon in dessen Volksschuljahren in Homburg und später als Schüler am Herzog-Wolfgang-Gymnasium in Zweibrücken sei er viel durch die heimischen Wälder gewandert, sicher bereits von den Musen der Romantik geküsst, die später seine Werke prägten. Auch in den letzten Lebensjahren, die er in der Herzogstadt verbrachte, soll es ihn noch gelegentlich ins Tälchen gezogen haben.
Vielleicht, weil dort die ersten Triebe seiner Naturliebe und Dichtkunst zu sprießen begonnen hatten. Dem weiter in der Vergangenheit schwelgenden Mann fiel es schwer, sich zu erinnern, was ihm sein Opa noch alles über den Dichter und ihrer beider Lieblingsplatz erzählt hatte. Er war sich sicher, dass zu seinen eigenen Kindertagen die Bank unter dem Kastanienbaum nicht mehr stand. Auch eine Lichtung gab es da nicht mehr. Buchen, Haselnüsse, Nadelhölzer und ein dickes Brombeergestrüpp hatten sich diesen Platz zurückerobert, und das war sein Glück. Der Stamm der Kastanie hatte fast 4 Meter Umfang und trug unten keine Äste. Obwohl er damals so geschickt kletterte wie ein kleines Äffchen, wäre er ohne die Tanne daneben nie hochgekommen. So aber konnte er über deren eng stehende Zweige problemlos hochsteigen und über einen kräftigen Ast der Kastanie, der bis in die Konifere hineinragte, hinüberklettern. Ab da ging es im dichten Kronengeäst gut weiter, und bald saß er auf jener Astgabel in schwindelnder Höhe, die zu seiner geheimen Aussichtsterrasse wurde. Der Mann schloss die Augen und genoss das vertraute Panorama, als säße er wieder dort oben. Ganz hinten die Dächer von Ernst Weiler, überragt vom Kirchturm, aus dessen Lage er auf sein Elternhaus schließen konnte, hinter dem großen Birnbaum in ihrem Garten. Davor schlängelte sich der Bautzenbach durch versumpfte Wiesen mit einigen Äpfelbäumen. Der Schilfgürtel rings um den Brandteich am Waldrand unten, in dem er so gerne Molche fing. Das weitläufige Ginstergelände hinter den Schlehenbüschen, hoch Richtung Driesch, wo sich immer viele Fasanen aufhielten. Ringsum breitete sich ein verwilderter Urwald aus, das alles umrahmt von der Blätterwolke der Kastanie, die ihn wohlig umhüllte. Er sah das leuchtende Herbstlaub, das er besonders liebte, erinnerte sich an das Glück, dann unten zwischen den gefallenen Blättern nach den Baumfrüchten zu suchen. Fast konnte er das Knistern hören und den wunderbaren Duft riechen, wenn diese Maronen später zu Hause im Backofen geröstet wurden. Das dankbare Lächeln seiner Mutter hierbei würde er nie vergessen. Als er nun die Augen öffnete, kam ihm ein anderer Anblick in den Sinn. Vor 20 Jahren war er das letzte Mal ins Tälchen spaziert. Der Bautzenbach war fast versiegt, der Teich ausgetrocknet und die Hecken- und Ginsterlandschaft der Talflanke einer Neubausiedlung gewichen. Den dichten Mischwald am Südhang des Köpfchens hatte man komplett gerodet. Teilweise war eine Schonung mit jungen Fichten zu erkennen. Er versagte sich damals, die Kuppe hochzuwandern, und drehte erschüttert um. Er wollte sein Kinderparadies dort oben so wild und schön im Gedächtnis behalten, wie er es im Herzen trug. Er blickte wieder in das Buch, lenkte sich bewusst ab. Dieser Dichter war in seinen Studienjahren zu Fuß bis nach Süditalien gegangen. Auf den Spuren des von ihm verehrten Goethe und getragen von der damaligen deutschen Italien-Sehnsucht hatte er sich auf die Suche nach seinem eigenen idyllischen Arkadien begeben. Die Orte und Empfindungen auf der monatelangen Reise beschrieb Aulenbach später in diesem Buch, dessen Erstausgabe er nun wieder in den Händen hielt.
Ihm fiel ein, dass er es in reiferen Jahren noch einmal angelesen, aber erneut abgebrochen hatte, weil ihm die euphorische Ausdrucksweise voller romantischer Schwärmerei zu pathetisch war. Wer wie Goethes italienische Reise und Säumes Syrakus-Spaziergang gelesen hatte, musste sich vermeintlich nicht auch noch dieses Zeitzeugnis erarbeiten. Jetzt jedoch ärgerte er sich über seine Ignoranz. Das Buch, der Kastanienbaum und die persönlichen Verknüpfungen über Zeit und Raum hinweg entfalteten etwas Zauberhaftes. Er würde sich dem Text nun angemessen, ernsthaft und liebevoll widmen. Hierbei versuchen, sich erneut ins Träumen hineinzulesen, nur diesmal nicht in eine ihm damals wünschenswert erscheinende Zukunft, sondern zurück in seine glückliche Kindheit. Er machte es sich in seinem Lesesessel am Erkerfenster gemütlich und blickte versonnen in die Baumkronen der Parkanlage ringsum. Dann blätterte er zum ersten Kapitel und fühlte sich gerade so, als säße er wieder in seiner geliebten Astgabel hoch über dem Tältchen. Ob er wohl noch lebte? Ihr alter Herzensbaum? Sie hörten »Ein alter Herzensbaum« von Dieter R. Fuchs. Es las Uwe Kulnig. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.